Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World War 2. Ja, ich habe diese Folge leider keine Kisten für euch. Na gut, ich habe sie auch in der letzten Folge alle gezogen mit euch. Und ich habe danach nicht wirklich weitergespielt. Ja, wir nähern uns auf jeden Fall allmählich Prestige 9. Wir haben das also in geraumer Zeit haben wir es dann endlich geschafft. Nach über 1,5 Jahren ungefähr. Ja, ich würde sagen, wir suchen mal ein Ründchen und dann sehen wir uns gleich im Camp wieder. Bis gleich. So, und da wären wir auch wieder zurück. Und zwar befinden wir uns im Team Deathmatch auf Aachen. Und wir werden heute mal ein bisschen die Landkreuzer spielen. Mal schauen, was wir damit so gerissen kriegen. Und auf der Map kann man eher ein bisschen langsamer spielen, ein bisschen vorsichtiger. Okay, der Typ rusht natürlich sofort rüber. Hauen wir mal eine Granate rüber. Warum vergasen die hier immer alles? Kommen die jetzt alle nur auf der rechten Seite? Das ist aber doof. Okay, da kam einer. Den haben wir auf jeden Fall. Wir haben die Feuerhoheit. Nein! Oh, Hitmarker, scheiße. Dann kamen sie da dann auf einmal doch alle. Ah, siehst du. Ich brauche eh noch ein paar Assis. Assis. mal schauen, okay. Wir hauen mal die Granate rüber. Teamspieler. Den habe ich nur assistiert, ne? Nein, 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 nein. Hier hast du dich versteckt. Okay. Gut, den haben wir auch. Hier kommen noch mehr. Na los, komm. Zeig dich. Na, ich muss hier einfach mal. Und jetzt hoffen, dass gerade kein Gegner hier reinkommt. Na los, komm. Pfui, der war ja eklig. So. Ah, es wird mir hier langsam zu heiß. Die wollen mich hier unbedingt haben. Ja, das heißt, wir rennen erstmal zurück. Und dann lass ich kommen, ne? Na komm, zeig dich. Gut. Ein Problem weniger. Ist direkt da durchgehuscht, die dumme Ratte. Komm doch da garantiert gleich wieder. Ich will hier nicht so lange campen. Ja, siehst du wohl. Dann hauen wir das Ding mal raus. Wir nutzen die Zeit jetzt einfach mal, um zu nachladen. Alle Aufklärungsflüge einstellen, bis der Himmel wieder frei ist. Verbindet den Nachschub. Spionageabwehrflieger zerstört. Toll. Ja.
So, dann hauen wir den raus. Wie nur ein? Wie? Wir haben nur den einen gekriegt. Hä? Okay, er hat mich... Wie ging das denn? Mann, ich war gerade so schön auf Streak. Nein! Ah, ich hätte doch rechts um die Ecke gucken sollen. Ich hätte doch um die Ecke gucken sollen. Ja, so nicht, Kollege. Ja, ich krieg dich trotzdem. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Aufklärungsflieger bereit. Gut, die haben wir auch. So, nochmal nachladen das Ganze. Hauen wir den mal raus. Toll, jetzt hängt er mir die ganze Zeit hier vor der Linse. Aufklärungsflieger abgeschossen. Feindlicher Jäger nähert sich. Den habe ich gesehen, den habe ich gesehen. Puh. So. Okay, jetzt, ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Jo. Das Problem ist, die Gleitbombe ist ja okay. Aber meistens kriegt man hier an der Stelle, in diesem Level auf jeden Fall nicht so viele damit weg. Nein! Ich hätte die Granate nicht schmeißen sollen. Das war kein gutes Idee. So. Okay. Mann. Häng doch nicht die ganze Zeit bei mir vor der Linse rum. Hey! Feindliche Bombe im Anflug! In Deckung! Ja, hab ich dich, wa? So nicht. Ja. Okay, hauen wir mal beides raus. Haben wir beide gekriegt, wunderbar. So, einmal nachladen das Ganze. Hinlegen und fupp. Ja, habe ich dich trotzdem. Nein, und dann hat er mich erwischt. Schade. Und da haben wir den Wind geholt. Wunderprächtig. Ich muss sagen, war eine ganz gute Runde, ne? Wir sind nicht zu doll vorgeprescht. Ja klar, wir sind ein paar Mal gestorben. Das finde ich aber in Ordnung. Aber wir haben unsere Streaks erreicht. Wir haben 23 zu 6 gespielt.
muss ich sagen, nice, nice. Ja gut, wir waren viel im selben Gebiet, aber ja gut, wir haben mehr oder weniger patrouilliert. Bisschen gekämpft war da mit bei, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich glaube, genau so spielt man diese Waffe. Ah. Finde ich ein bisschen unfair, dass derjenige die Kiste kriegt. Aber okay. Vielfach Optik für das Gewehr, für das Landkreuzerteil kann ich eher nicht teilen. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo bei mir. Und ja, wir sehen uns schon bald zu einer neuen Folge Call of Duty World War II wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao mit V.